Viele Länder Afrikas sind extrem reich an Rohstoffen. Die Bodenschätze locken Konzerne an. Die Elite vor Ort wird reich, die Bevölkerung bleibt arm. Aus dem Rohstoffsegen wird ein Rohstofffluch. Ganze Länder werden mit Korruption und Konflikten infiziert. Das große Geld aber fließt anderswohin. Zum Beispiel in den größten Rohstoffhandelsplatz der Welt, in die Schweiz. Damit der Rohstoffreichtum gerechter verteilt wird, braucht es eine staatliche Aufsicht. Für den Finanzplatz gibt es die FINMA. Für den Rohstoffmarkt braucht es eine Roma. Das fordern wir von der Schweizer Politik.